Hey Leute, Martin hier. Willkommen zurück zu Böse Nachbarn 2. Die zweite Staffel fängt an und sie heißt Mamas Liebling. In Indien angekommen geht's wieder an den Strand. Da Olga kein Interesse am Nachbarn zeigt, versucht er seine Mutter zu beeindrucken und lässt die Umwelt an seiner Gemeinheit teilhaben. Doch Rudi zeigt ihm, wo der Hammer hängt. Ja, 7 Streiche gibt es in dieser Folge. Ja. Gut. So, wie sieht also der Tagesablauf aus? Ich gebe zu, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Also er geht springen, was macht er dann? Dann geht er, glaube ich, zur Bar. Und, ja, genau, er geht zur Bar. Ärgert den Elefanten, dann geht er zu Olga, zeigt ihr die Muschel, die interessiert sich aber nicht, dann ärgert er den Jungen, dann legt er sich hier hin und dann geht er wieder springen. Das sind so die Tagesabläufe. Ich sollte mich beeilen. Nein, zurück. Ja, und die Mutter, sie schläft, dann wacht sie kurz auf, geht eine Runde tauchen und fängt wieder an zu schlafen. Das sind so die Tagesabläufe. Okay, ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, mit welchem Streich man anfangen soll. Der Barkeeper lässt mich den Kübel nicht nehmen. Okay, dann geben wir ihm mal einen Whisky. Und dann wird er mich vielleicht den Kübel nehmen lassen. Okay. Als nächstes angeln wir hier eine Krabbe. Dann legt er sich hin, pennt eine Runde. Ach, verdammt. Ich habe echt keine Ahnung mehr, wie die Reihenfolge war. Ich glaube, zuerst der Seeigel im Strandtuch. Nein, das muss eine Kombination sein. Das wird ein Kombinationsstreich. Ja, so ist das, wenn man sich ein bisschen was vergisst. Ah ne, warte mal. Erst den Wasserkübel. Den Wasserkübel mit dem Wasserhahn, damit wir den füllen. Und anschließend die Sprungfeder mit dem Sprungbrett. Und da sind die Streiche hier schon mal präpariert. Dann warten wir, bis die Mutter wieder schlafen geht. Und können jetzt hier durch. Das ist ein bisschen komplizierter alles, aber so ist das. Dann geben wir dem Elefanten hier einen Wasserkübel, damit er sich gegen die Boshaftigkeiten des Nachbarn wehren kann. Anschließend packen wir eine Krabbe, eine aggressive Krabbe, in diese Muschel. So. Und fangen uns mit der Grillenzange eine neue. Denn wir brauchen für einen weiteren Streich noch eine Krabbe. So, sehr gut. Und dann warten wir ab. Komisch, die Musik hat aufgehört. Wieso hört die Musik auf? Normalerweise läuft die in einem Loop. Was ist denn jetzt los? Oh, okay, ich musste einmal auf Escape drücken. Keine Ahnung warum. Okay, wir benutzen die Krabbe mit der Sandburg. Und den Seeigel mit dem Strandtuch. Und jetzt haben wir den ersten Streich endlich. Genau, er springt gegen die Markise und dann fällt das Ding hier runter. Das ist unser Ziel. Somit können wir einen weiteren Streich mit diesem Sprungbrett machen. Aber ihr werdet sehen, was ich meine. Die Mutter geht jetzt erstmal wieder tauchen. Und das bedeutet, wir können den Streich vorbereiten. Und zwar so.
Und dann warten wir. So, der Nachbar ärgert den Elefanten, aber der Elefant hat zum Glück auch was, womit er sich wehren kann. Und das freut den Elefanten natürlich. So. Geh schon. Wieder. Geh. Komm, steh rauf. Und geh auf deine Liege. Und jetzt wird er erstmal ordentlich verkloppt. Gut. Dann benutzen wir das Pedal mit dieser Markisenstange. Und sehen zu, wie die restlichen Streiche passieren. Hier kommt ein großer Kombinationsstreich. Achtung. Er tritt auf den Krebs, fällt dann auf den Seeigel und kriegt nochmal ordentlich aufs Maul von Olga. Weil er die Sandburg kaputt gemacht hat. Sehr gut. Okay, damit ist nur noch ein Streich übrig. Allerdings dauert er ein bisschen, weil er legt sich jetzt erstmal aufs Strandtuch. Aber das ist so vorgesehen, weil anders geht das ja nicht, ne? Außerdem, der Nachbar schläft sehr schnell. Das heißt, er schläft nicht so lange wie seine Mutter. So, allerdings muss er warten, bis er springen kann, bevor die Mutter aus dem Pool raus ist. Mach schon, Mutter, ich will springen. Tja, so ist das. Und damit haben wir den Kollaps erreicht. So schön kann das sein. Und er zieht aus. Sehr gut. Ja, Leute, das war diese Folge. Die war schon interessanter, nicht wahr? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht bis dahin gut und haut rein.